Wir schreiben das Jahr 164 vor Christus. Das Volk Israel, auch Juda genannt, leidet unter ständiger Unterdrückung durch fremde Herrscher. Für Juda gibt es keine Freiheit, keine Religionsfreiheit, keine eigenen Gesetze, keinen Frieden. Doch nun regt sich Widerstand. Aus einem kleinen Dorf, nicht weit von Jerusalem, hat sich Mattathias erhoben. Er führt das Volk Juda in die Schlacht, um sich seine Freiheit zu erkämpfen. Doch Mattathias ist in der Schlacht gefallen. Das geplagte Volk Juda trauert. Wer soll uns nun anführen auf unserem Weg in die Freiheit? Alle Hoffnung ist dahin.
Judas, 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 Jud
understand? Can you behold the miseries in which the long-inflicted Judah lies? Can you behold their dire stress and not at least attempt redress? And as you died, you whispered this:
Hallo, sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Danke, dass Sie heute alle hier sind. Wir sind heute ja nicht nur hier, um gemeinsam tolle Musik zu feiern, sondern auch für einen guten Zweck. Und über diesen guten Zweck erzählt uns jetzt die liebe Frau Musalek von Promente Wien mehr. Einen herzlichen Applaus bitte. Grüß Gott, mein Name ist Katharina Musalek, wie schon nett eingeleitet. Ich leite den Freizeitbereich der Promente Wien. Promente Wien ist eine Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit. Promente gibt es in jedem Bundesland und hat in Wien ist es, besteht es schon seit über 50 Jahren. Was war die Idee dahinter? Über 50 Jahren war die Psychiatrie auch nicht das, was sie heute ist. Und man hat sich überlegt, was kann man für Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen machen, damit ihr Leben lebenswerter ist, damit sie auch wieder in der Gesellschaft sind und einfach auch teilhaben können. Die Promente Wien hat verschiedene Bereiche. Wie gesagt, das Angebot geht an Menschen mit psychischen Erkrankungen, von betreuten Wohnen, Einzelbegleitung, Wiedereinstieg in die Arbeitswelt, Selbsthilfe, Einzelbetreuung und natürlich auch der Freizeitbereich. Wir haben eine Freizeitgruppen und auch ein Urlaubsprojekt und ich habe gehört, das Geld, das heute eingenommen wird, wird den Freizeitgruppen zugutekommen. Das sind ungefähr 20 Gruppen, die fast wöchentlich stattfinden. Das Angebot richtet sich für ganz Wien. Wir haben einen Chor, ich habe auch nachgeschaut, einen Chor, der seit 2004 besteht. Unsere Band gibt es schon ein bisschen länger. Wir haben von Sportgruppen über eine Kochgruppe, Keramik, Schreiben, Malen, Qigong, was auch immer. Also wir haben ein sehr breit gefächertes Angebot, das auch wirklich sehr frequentiert wird. Und ja, im Namen unserer Klientinnen sage ich jetzt schon mal Dankeschön. Das Volk Juda ist siegreich aus der Schlacht heimgekehrt. Doch das nächste Unheil droht bereits. Und wie wir alle wissen, ist noch ein weiter Weg zu gehen, bevor dem Volk Israels Freiheit und Friede sicher ist. Fallen is the foe. Fallen is the foe. Fallen is the foe. Fallen is the foe.
My arms, my arms, my arms. Against the scorchers will I go. Wie ein Dumian Gabner shall know how vain, how ineffective is design, while righteously the EnChoir Vienna. Again, sound an alarm and call the brave, the only brave around. Sound an alarm, sound an alarm. Yeah.
And then I pray.
Bevor wir nun zum Finale kommen, zum Grande Finale, wollen wir uns zuerst bedanken, dass ihr alle so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, das wird sich nachher in den Spendenkörben auch bemerkbar machen. Und wir haben noch ein paar Dankesworte zu sagen. Zum Ersten danken wir dieser grandiosen Band, die sich die Zeit genommen haben, mit uns dieses Megaprojekt auf die Bühne zu stellen. Vielen, vielen Dank. Und eine Band kann gar nichts oder klingt nach gar nichts, wenn da nicht einer da hinten sitzt, der die Technik so fantastisch macht wie du. Vielen, vielen Dank, lieber Max. Und wir bedanken uns auch beim ganz spontan eingesprungenen Peter, der heute die Filmtechnik für uns gemacht hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und damit auch wirklich jeder Cent von Ihrem gespendeten Geld zu Promente gehen kann, braucht es Sponsoren, um sowas möglich zu machen. Und wir danken ganz, ganz herzlich der HMDW, der Hochschülerschaft, der Musikuni, die uns hier stark finanziell unterstützt hat und das möglich gemacht hat. Vielen, vielen Dank, Tobi. Ja, Geld ist wichtig und was natürlich auch wichtig ist, eine sehr gute Organisation. Und da waren wir wunderbar betreut, wie immer, von der lieben Betty, vom KHJ Chor und dem Lukas und der Madeleine, die wirklich alles in Bewegung gesetzt haben, eben dass der Abend so wie heute hier stattfinden konnte. Lukas, Madeleine, bitte, danke. Und gleich sind wir am Ende. Wem wir noch nicht gedankt haben, wen Sie aber heute schon ganz viel hören durften, waren unsere fantastischen Solisten, die aber nicht nur toll singen, sondern auch beide großartige Chorleiter sind. Die Julia leitet mit mir den Chor, der Jakob mit dem Julian. Vielen, vielen Dank. Die Zusammenarbeit ist großartig. Lieber Julian, wie ich vor einem Jahr gesagt habe, hey, ich habe eine Idee, warst du gleich voll on board und das ist draus geworden. Vielen, vielen Dank. Einen herzlichen Dank unserer Chorleitung, Cordelia, Kana und Julian Warner. Dankeschön. Natürlich, der größte Dank gehört natürlich dem Chor. Ohne euch wäre das gar nicht gegangen. Und es ist einfach irre, dass da jetzt einfach 100 Leute stehen, die jetzt einfach so geil abgerockt haben. Vielen, vielen Dank. Wir verabschieden uns mit der letzten Nummer. Ich darf noch mal einen Spendenaufruf machen. Überlegen Sie, wie viel Sie normalerweise für ein Konzert so zahlen würden und dann legen Sie einfach noch mal das Doppelte drauf und ich glaube, dann sind wir ungefähr da. Gut, viel Spaß mit der letzten Nummer. Und es gibt nachher noch ein Buffet. Gleich rennen Sie nicht sofort weg, genau hier, gleich in dieser Blue Box da, gibt es noch Umtrunk und ein paar Kleinigkeiten zum Essen. Viel Vergnügen mit der letzten Nummer.
Halleluja.